Ich hätte gerne Lagerkiste. Ganz genau. Was ist denn das für ein Revolver? Wieso ist der, eine Artefaktwaffe? Deswegen. Alles klar. Die Minigun kommt auch mal weg. Dann repariere ich mal schnell meine Shotgun, wenn es hoffentlich geht. Ah. Das haben die auch irgendwie unnötig umständlich gemacht. So, jetzt erst Dreieck, dann Viereck. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Puh, das war knapp. Und jetzt frage ich mich gerade, wo mein Munitionswerkbank eigentlich ist. Den hat es mir irgendwie gar nicht gelagert. Tja, so ist das manchmal in dem Spiel. Dafür habe ich, glaube ich, ich habe mir nämlich schon gedacht, warum ich zwei Kochstellen habe. Ich glaube, versehentlich hat das irgendwie meine Munitionswerkbank in eine Kochstelle umgewandelt. Ah, jetzt fehlt mir Öl, dass ich eine neue baue. Dann ist es natürlich doppelt ärgerlich, dass es mit die nicht eingelagert hat. Naja, wer braucht schon Munition? Munition ist überbewertet. Wow, da ist mein Haus. Ah, meine Munitionswerkbank steht vielleicht noch im Haus. Ich muss mal das gesamte Haus lagern, oder? Funktioniert das so, oder muss ich es irgendwie zerlegen? Jetzt hängt sich erstmal das Spiel auf. Nee, danke, Mr. Hocker, das passt schon. Im Grunde sind wir jetzt eh gleich fertig oder fast fertig. Ich müsste jetzt nur noch hochleveln und wollte mir noch schnell ein bisschen Munition craften, schnell, damit wir noch ein paar, weiß ich nicht, Events machen oder sowas. Es dauert heute eh schon ziemlich lange, ich hätte gar nicht gedacht, aber wenn man halt nebenbei immer in den Chat guckt und so, ist es halt ganz was anderes, wie alleine im Wohnzimmer sitzen, ist eh klar. Death Stranding nicht gut finden, also wirklich, das ist eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit, irgendwie funktioniert die Werkbank nicht, das ist eine Unverschämtheit, dass das nicht funktioniert. Nee, Quatsch, ich mache nur Spaß, aber... Ich finde es schon sehr genial. Sehr genial. So, funktioniert jetzt. Das müsste halt ein Spiel. Es müsste ein Menü halt aufgehen. Bitte noch. Die Animation machst du ja ganz toll. Wirklich. Bin stolz auf dich. Schon mal fast 50% von dem, was du eigentlich machen sollst. Wenn jetzt noch eine ein Fenster sich öffnen würde, damit ich wirklich was herstellen kann. Das wäre jetzt ganz reizend. Ah, das ist Fallout 76. In Reinform. Wir spawnen auch immer ein bisschen zu hoch. Ich baue mal einen Boden und stell die Werkbank mal auf einen... Hä? Was ist denn jetzt los? Wow, okay, jetzt bin ich gleichzeitig im Baumenü und im Munitionsherstellungsmenü. What? Cool. Hallo, Half-Official, wie geht's? Aber das sollte für dich funktionieren, Katka. Nee, Quatsch, ich mach wirklich nur Blödsinn. Es ist wirklich, ich sag's ja auch immer wieder, das ist halt einfach ganz unterschiedliche Präferenzen und... Wahrnehmungen, was Spiele angeht. Das ist was super Individuelles, wo man auch teilweise sich gar nicht hineinversetzen kann. Weil Videospiele einfach auch wirklich was sehr Komplexes sind. Aber what the fuck? Warte, kann man das ausnutzen? In Fallout 4 gab es einen ähnlichen Glitch, mit dem konnte man irgendwie voll viel Sachen alles duplizieren oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das, was ich hier jetzt habe, reproduzieren könnte. Es ist nur echt super weird. So, eigentlich wollte ich Gleisbolzen herstellen. Meinen ganzen Stahl mal verbauen.
Wow, warte mal. Baue ich gerade wirklich Stahlwurzel? Habe ich unendlich Stahl? Ist das jetzt hier voll der Mörderglitch, den ich gerade mache? Oder produziere ich gar nichts in Wirklichkeit? Weil ich verliere keine Rohstoffe. Ich bin gespannt, ob ich jetzt dann ungefähr 1 Milliarde Gleisbolzen habe oder nicht. Okay, jetzt schauen wir mal. Okay. Ich bin gespannt. Gleisbolzen, Nullbolzen. Ah, schade. Hat nicht funktioniert. Ja, ich würde gern... Genau, danke. Das ist alles, was ich wollte, Spiel. Das reicht mir schon. Ich finde auch viele Spiele super scheiße, die ganz viele ganz toll finden. Also, da gibt es immer wieder... Ich überlege gerade, so richtig scheiße finde ich ehrlich gesagt die wenigsten. Es gibt halt Spiele, die gefallen mir nicht. Und es gibt Spiele, da kann ich es nicht so nachvollziehen, aber so richtig scheiße, wo aber die weitläufige Meinung ist, dass die super sind, gibt's doch nicht wirklich. Doch, gibt's bestimmt, mir fällt nur gerade nichts ein. Ich glaube, ich finde sowas wie Call of Duty total bescheuert. Ich habe sogar mal ein bisschen Battlefield 1 gespielt. Ich meine, früher auf den LAN-Partys, das Original Battlefield, das waren natürlich noch Zeiten. Aber ansonsten habe ich zwar selber auch Battlefield 1 öfter mal gespielt und das hat mir auch Spaß gemacht, aber das finde ich eigentlich total dämliche Spiele. Total dämliche Scheißspiele. Battlefield ist furchtbar. Und Call of Duty. So, wie sieht's aus? Ich muss dringend was trinken. Und wie sie alle heißen. Diese langweiligen, realistischen Militär-Shooter. Vor allem Multiplayer. Ich kann Multiplayer-Spiele nicht verstehen. Also ich meine, sowas wie eben Battlefield. Da gibt's dann irgendwie 5 Maps und 4 Waffen und ich verstehe es nicht. Wirklich, das ist offensichtlich nicht für mich gemacht, diese Spiele. Die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da habe ich schon mal ein Wochenende Spaß und auch 3 Wochenenden. Aber irgendwie nicht 1000 Stunden. Weil was mache ich denn da? Immer wieder die gleiche Map spielen oder wie? Das verstehe ich so gar nicht. Entweder erwischen uns die Verbrannten, die Wilden oder die Reds. Das ist was, wo ich überhaupt keinen Zugang habe. Such dir einen anderen Platz. So, was machen wir denn jetzt? Ich suche mal irgendwas... Whitespring. Wenn du nicht richtig hinschaust, dann entgeht dir das, wonach du suchst. Whitespring ist immer ein guter Platz zum Erfahrungspunkte sammeln, farmen. Da gibt es dann immer 1 Milliarde Ghule, die überall rumgurken. Der war früher viel besser, ne? Den haben die irgendwann mal krass genervt, aber ich finde ihn immer noch ganz gut. Da haben die Entwickler halt gemerkt, so, da haben Leute echt Spaß, wenn die in Whitespring Atombomben abwerfen und da irgendwie hochleveln. Das müssen wir nerven. Bevor sich noch jemand wirklich amüsiert hier in dem Spiel. Ach, ich bin heute echt ganz schön böse, oder? Zu dem Spiel. Selber schuld. Der Tesla ist selber schuld. Ich habe letztes Wochenende mal wieder Battlefield 1992 gespielt. Fand ich viel besser als alles nach Battlefield 3. Ich glaube, mir geht's auch so. Schon alleine wegen den Fahrzeugen. Das Fahrzeugsystem ist einfach irgendwie viel cooler. Die Dogfights waren irgendwie viel cooler. Und, Bots. Bots sind für mich in so einem Spiel das A und O. Und private Server, LAN-Fähigkeit. Ich glaube, ich bin halt auch vor allem nicht so online. Also so Online-Spieler bin ich, glaube ich, einfach nicht. Mit Freunden auf einer LAN-Party in einem Keller sitzen, ist halt nochmal ganz was anderes. Und das kann ich eher nachvollziehen. Als online irgendwie. Oh, irgendwas ist kaputt gegangen. Eine Rüstung von mir oder so? Ja, ich glaube schon. Ja, wurscht.
Ah, da waren auch die wilden Ghoul, habe ich gar nicht mehr gedacht. Die Quest hatten wir auch noch, stimmt. Ich höre schon wieder einen Atomcode blinken. Hallo, Kater. Ich muss mal kurz den legendären Ghoul da töten. Au! Ich sehe nichts mehr. Noch ein Rüstungsteil kaputt gegangen. Ich stehe bald nackt hier. Und ich sehe nur noch, ich sehe meine Gesundheit nicht mehr. Geht schon noch, oder? Ja. Kater, bitte. Bitte, Kater, du kleiner Wuschelpuschel. Ist gerade ungünstig. Catcam! Der Laptop steht heute jetzt wegen dem Greenscreen, dem nicht vorhandenen, anders. Deswegen können wir keine so gute Catcam leider machen. Zu nah dran. Hm, gerne. Ja. Wuschelkater. Was soll man machen? Oh, wir sind vorher schon, dank Ramsi, der ist jetzt gar nicht mehr da, oder? Wir sind jetzt nämlich dank ihm schon über die 500er Marke geschossen, habe ich gesehen. Das ist ziemlich cool, das heißt, für den Monat gibt es schon 2 Special Streams. Und jetzt im Urlaub habe ich mir gedacht, dass es echt höchste Zeit wird für ein 2-Sterne-Maschinengewehr. Kritische Schüsse im Wet. Für einen neuen 24-Stunden-Stream. Ich habe wieder Bock drauf. Wirklich. Ich hätte echt Bock. Ich habe vor allem für den letzten 24-Stunden-Stream, in dem wir dann nur Deadly Premonition gespielt haben, fast nur, so viele coole Spiele noch auf der Seite, die echt mal gespielt werden müssen, dass es höchste Zeit wird. Es würde mich freuen, wenn wir die nächsten Monate wieder einen 24-Stunden-Stream zusammenkriegen. Das finde ich cool. Und deswegen freut es mich, dass wir jetzt schon über 500 sind. Schon sogar auf 600 im Grunde, ne? Fast. Cool. Dank euch. Dank der super coolen Community, die sich coolerweise um Lance Squid Birdrider formiert hat. Oh, Hilfe, Kater. Oh, Katzen. Angst. Command & Conquer fand ich damals auch super. Welches Spiel ist besser wie früher? Keines. Früher war einfach alles besser. Heutzutage werden keine so guten Spiele mehr gemacht. Nein, wenn man wirklich ganz neutral neuere Spiele mit alten vergleicht, im selben Genre, dann haben neue Spiele natürlich Möglichkeiten und Mechaniken und auch die ganze Inszenierung und einfach wie sie aussehen auch teilweise. Davon träumen alte Spiele selbstverständlich. Da ist ganz viel nostalgische Verklärung mit dabei. Aber für mich persönlich, für meinen Spielgeschmack, hat zumindest wirklich dieses ganze Online-Multiplayer-Zeugs viele Spielreihen und vor allem auch ganze Genres schlechter gemacht. Aber das ist Geschmackssache. Weil dafür gab es halt früher nicht so Online-Multiplayer. Und wenn man das gut findet, dann kann man mit den alten Spielen nichts anfangen. Und ansonsten würde ich sagen, abgesehen von Nostalgie und Emotionen, gibt es wahrscheinlich in jedem Genre heute Spiele, die besser sind als die Klassiker. So, wenn man es neutral betrachtet. Weil ich meine, weiß ich nicht, keine Ahnung, Red Faction hatte eine für seine Zeit unglaublich coole Zerstörungs-Engine. Also schon das erste Red Faction. Dass es so bis heute irgendwie kaum noch so cool gibt, dass man wirklich sich ganze Löcher sprengt und Gräben macht und Riesen, ne? Total cool. Aber kann es abgesehen davon wirklich mit irgendeinem modernen Shooter mithalten? Eigentlich nicht.
Trotzdem mag ich's. Ist 76 besser geworden? Ach so. Das ist besser geworden, ja. Aber immer noch ziemlich verbuggt und immer noch ganz viele Probleme, die einfach strukturell sind und deswegen niemals gelöst werden können. Aber es ist besser geworden. Guck mal, den Conker. Conker habe ich auch echt super gerne gespielt. Sogar noch einschließlich Generals. Mir hat auch Generals echt noch gut gefallen. Das fanden viele schon nicht mehr gut, aber ich mochte das. Da gab es bei den Chinesen einen General, der war auf, ich glaube bei den Chinesen war der, der war auf Cyborg spezialisiert, also auf normale Fußtruppen. Und da konnte man die halt raushauen ohne Ende und auch noch super spezialisiert. Und dann habe ich immer alles mit Bunker zubetoniert, die dann eben teilweise Raketenwerferbunker waren, teilweise Flammenwerferbunker, die sich gegenseitig decken und so. Das war ziemlich cool, das hat mir Spaß gemacht. Wie sieht's denn aus? Mensch, ihr würdet jetzt echt noch hochleveln, aber... Oh, das ist immer... Ah, gleich haben wir es geschafft. Gut. Weil diese täglichen Quests, die sind teilweise auch ein bisschen abwechslungsreich. Da hat man was zu tun, das ist nett. Aber immer dieses obligatorische Level. Ich habe teilweise, wenn ich... Habe ich jetzt hier heute nicht gemacht, aber... privat habe ich schon ganz oft neue Charaktere erschaffen. Nur damit ich die dann schnell... Irgendwie, wenn die aus der Vault rauskommen, werden die Level 2, das zählt nicht, aber dann muss man die schnell auf Level 3 hochspielen und das geht recht flott. Und dann hat man auch dieses jeden Tag ein Level-Achievement abgeschlossen und dann habe ich die Charaktere wieder gelöscht. Habe ich 4-5 Mal gemacht, glaube ich, weil ich keinen Bock hatte, irgendeinen hochleveligen Charakter hochzuleveln. Dauert viel zu lange. Ja, ist ein guter Trick. Kennt ihr jetzt auch. Einfach einen neuen Charakter erstellen, schnell aus der Vault raussprinten und draußen in der Welt schnell ein Level von 2 auf 3 hochsteigen. Das geht relativ flott. Meistens reicht's, wenn man sich bis zum Aufseherlager, bis zum Lager der Vault-Aufseherin durchkämpft und dann mit den Ressourcen dort ein kleines Lager aufbaut. Und fertig. Ist aber halt auch langweilig, muss man auch sagen. Ziemlich repetitiv und langweilig. Aber gut. Yeah, 2003, Dankeschön fürs Followen. Hi, willkommen. Kommt, gebt mir noch ein paar Gegner, bitte. Ich weiß schon, hier ist gerade der schlechtestmögliche Platz hier in Whitespring für Gegner, wo die ganzen verbündeten Bots patrouillieren. Aber ich verliere hier immer die Orientierung. Ist das normal, dass hier ein unsterblicher Hirsch mit dem Kopf in der Wand steckt? Das ist wahrscheinlich innen so eine Trophäe und außen hängt jetzt hier der Körper. So wird das gemacht bei den Trophäen. Oh, ein Eichhörnchen. Das stimmt, da hast du recht, Metatron, das geht mir auch so. Weil eben durch die Bots, das habe ich ja vorher, meinte ich vorher eben mit den Bots, konnte man halt Battlefield auch super gut alleine spielen. Und einfach nur so mit Waffen und mit Fahrzeugen rumexperimentieren, einfach nur mit Bots, schon alleine das fehlt mir irgendwie in den neuen total. Und diese Singleplayer-Kampagnen könnten sie sich meiner Meinung nach sparen, weil die finde ich ehrlich gesagt richtig, richtig schlecht. Also die Kampagne von Battlefield 1 fand ich einfach nur richtig schlecht. Aber da sind wir wieder bei Sachen, die viele toll finden, die man selber furchtbar findet. Ich finde auch immer diese komplett durchgeskripteten Call of Duty-Kampagnen sowas... Also, ja, befassungslos. Ne Quatsch, aber das macht mir wirklich überhaupt keinen Spaß. Das ist halt wie so eine Achterbahnfahrt. Das ist schon ganz nett, weil da passiert viel, das ist super inszeniert. Aber im Endeffekt macht man gar nichts. Im Endeffekt geht man da durch und schießt ab und zu auf einen Gegner, aber im Endeffekt guckt man halt zu, was um einen rum so passiert. Ich mochte das nicht. Ich möchte das nicht.
Da hat sich aber wer den falschen Eingang nach Whitespring gesucht. Das ist ein cooler Effekt, dass der ganze Bildschirm so rot wird, wenn die Assaultrons ihren Kopflaser benutzen. Das wirkt so, boah, shit, jetzt passiert hier crazy shit. So mächtig. Das gefällt mir. Netter kleiner Kniff. Aber wenn man ein bisschen entfernt ist und gar nicht hinguckt, komisch, aber trotzdem. Es ist schön. Komm schon, nur noch ein paar Erfahrungspunkte. Oh nein, keine Schubmunition mehr. Naja. Für was habe ich denn so viel Bolzen gemacht? Genau dafür. Die ist eigentlich nur in der Nacht besser. Ansonsten ist die, glaube ich, eine ganz normale. Ich glaube, es ist jetzt gar nicht Nacht. Trotzdem gut. Ha? Ja, es gibt so, denke ich mir gerade, ich war gerade in Gedanken versunken, es gibt so Events, so in der Videospielgeschichte, wo es immer Leute gibt, die benachteiligt werden und dann irgendeinem gewissen Mechanismus die Schuld an allem geben. Irgendwie. Fällt mir so auf. Weil ich mir gerade gedacht habe, ja genau, Multiplayer. Online-Multiplayer gebe ich die Schuld dran, dass alles schlecht geworden ist. Und dann habe ich mir so überlegt, ein paar Jahre vorher, als die Konsolen durchstarteten und der PC als Spieleplattform in den Hintergrund geraten ist immer mehr, kam auch gleichzeitig quasi so eine Umwandlung hin zum Action-Gameplay irgendwie auf. So rundenbasierende Sachen, strategische Sachen sind für eine gewisse Zeit eigentlich fast komplett verschwunden und alles wurde actionreicher. Und sehr viele PC-Spieler haben den Konsolen die Schuld gegeben. Ich weiß nicht, bestimmt liegt das auch daran, dass man mit Gamepad halt anders spielen muss als mit Maus und Tastatur. Aber da war das so der Sündenbock für eine Wandlung im Videospielkosmos. Und sowas gibt's häufiger. Im Endeffekt ist es halt ein ständiger Wandel. Und wenn man Glück hat, ist man mal für ein paar Jahre oder vielleicht sogar länger irgendwie im Zentrum des Mainstreams und findet alles richtig geil. Aber die meiste Zeit wird man wahrscheinlich zu irgendeiner Gruppe gehören, die dann irgendwann mal fallen gelassen wird und nicht mehr Mainstream ist. Und umso schöner sind dann so Spiele wie Death Stranding und von mir ist auch The Last of Us 2, die sich Sachen trauen, obwohl sie super millionenteure AAA-Superspiele sind. Es gibt auch viele Spiele. Der hält was aus, ey. Was ist mit dem los? Ja, geschafft. Es gibt auch viele Spiele, die mir persönlich gar nicht so gefallen, die ich aber trotzdem richtig cool finde, weil sie sich was trauen. Und ich finde die dann im Endeffekt nicht mal gut. Aber ich finde sie gut, dass es sie gibt. So ist das. Okay, cool. Kurz vor Rang 80. Ja, schade, schade. Wirklich schade. Wenn dieser Doppelscore-Event bis zum Schluss gereicht hätte, hätte ich es vielleicht geschafft. Weil ich bereit bin, 10 Ränge ungefähr zu kaufen. Dann hätte ich trotzdem noch 11 Ränge schaffen müssen. Wäre knapp geworden. Wäre knapp geworden. Aber so habe ich leider keine Chance mehr. Ich hoffe nur, dass ich noch den Rucksack kriege und das schaffe ich, glaube ich, noch. Na gut, dann haben wir die Dailies erledigt, ne? Wartet mal kurz. Ich bin schon wieder verwirrt. Ah ja, genau. Ein Camp in New... Das mache ich jetzt auch noch schnell. Nicht, dass es dann am Schluss wegen ein paar hundert Punkten nicht reicht. Also, danke fürs Mitspielen und fürs Dabeisein.
Aber jetzt muss ich nochmal kurz in den Nuclear-Winter-Modus wechseln, den ich jetzt nur starte, damit ich schnell ein Camp errichten kann und dann lasse ich mich von irgendeinem Glücklichen töten. Der freut sich bestimmt. Ich mache auch kein Team. Das ist sonst unfair meinen Teammitgliedern gegenüber. Und dann passt das. Nee, ich mache jetzt dann wirklich mit Ace Combat weiter, weil das wollte ich euch wirklich zeigen. Das fällt in die Kategorie der Random Drops. Ein Spiel, das ich entdeckt habe, das wirklich cool ist und das ich euch unbedingt zeigen muss. Ich muss. Aber erst noch schnell Nuclear Winter. Für PC oder Switch? Ich habe es auf der PS4. Das gibt's auf der Switch gar nicht. Ace Combat. Das ist auch, das lebt auch zu einem gewissen Teil von seiner Präsentation und seiner Grafik. Das ist, glaube ich, das wäre schwierig auf die Switch umzusetzen. Aber nicht unmöglich. Ich glaube, es würde verlieren. Wenn man dann so in den Sonnenuntergang fliegt durch irgendwelche Wolken und dann hat man Tropfen auf dem Cockpit und im Metall spiegelt sich die Sonne und so, das ist schon auch schön, das Spiel. Mein Gott, ich habe den Microsoft Flight Simulator jetzt mal mir angeguckt. Der ist doch in diesem Microsoft nicht Battle Pass, Games Pass mit drin. Und ich romantisiere das immer so und vergesse immer total, dass das eine Simulation ist. Und dann stand ich halt ungelogen eine halbe Stunde am Flughafen und hatte keine Ahnung, wie ich abheben kann überhaupt. Das war schon ziemlich lustig. Ich habe dann gesehen, dass es zum Glück auch Einstiegspunkte gibt, wo man schon in der Luft ist. Dann konnte ich wenigstens ein bisschen rumfliegen. Und die Welt ist schon geil detailliert. Das haben die schon sehr cool gemacht. Ich weiß gar nicht genau, ist das eine KI? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich kann das eine KI mittlerweile schon ziemlich zuverlässig Höhen zu erkennen von Satellitbildern. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Die werden ja nicht per Hand die ganzen Häuser und Bäume modelliert. Also zumindest nur die Höhen so. Wahrscheinlich ist das schon sehr viel automatisch mittlerweile. Also das war cool. Ich bin ein bisschen über und um München geflogen und bin dann voll in die Autobahn geknallt und lag dann da blöd rum und dann war's vorbei und dann habe ich es wieder deinstalliert. Aber das ist schon auch beeindruckend. Ich wollte ja eigentlich so ein bisschen meine Wohnorte, da wo ich mal gewohnt habe, Salzburg und Passau, wollte ich alle mal besuchen mit dem Flugzeug. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann bin ich da so in der Luft mit meinem Sportflugzeug und denke, wie will ich jetzt echt 3 Stunden von München nach Passau fliegen, übertrieben. Und dann nur, damit ich da jetzt von oben mir das, kann ich auch Google Maps aufmachen eigentlich. Und habe es dann doch wieder gelassen. Ich Aber erwarte in meiner Großes von diesem Vorstellung war das immer Kandidaten. sehr schön. Tja. Habt ihr im Discord auch ein kleines charmantes Indie-Game für den schmalen Geldbeutel empfehlen? Ja, cool. Warum nicht? Für Casual rumfliegen kann ich The Crew 2 empfehlen. Ja, wirklich, ohne Witz. Ich glaube, wenn das wirklich weltweit wäre, wenn das nicht nur die USA wären, die da simuliert werden würden. Das ist in Crew 2 schon auch so, in Crew 1 war es auf jeden Fall so. Dann würde mich das vielleicht sogar wirklich nur wegen einfach mal von A nach B fahren und sich eine Stadt anschauen, wie die in dem Spiel aussieht. Nur deswegen würde mich das tatsächlich interessieren. Aber ich glaube, Crew ist auf USA beschränkt, oder? Ansonsten würde mich das tatsächlich interessieren, weil in der USA war ich noch nie und da interessiert es mich nicht so. Ich bin da jemand, der sich gern Sachen anguckt, die er aus dem privaten Leben kennt, wie schön oder nicht schön. Und originalgetreu und nicht originalgetreu, die nachgebaut haben, finde ich immer faszinierend. Aber ansonsten würde mich das wirklich tatsächlich genau aus dem Grund Abstimmung interessieren. beendet. Der Test beginnt in Kürze. Bereit machen, Kandidat. Ja, ich bin schon seit ungefähr einer Viertelstunde bereit. Blöde KI. Las Vegas von oben bei Nacht hat trotzdem was. Ja, das glaube ich schon. Aber wie gesagt, da habe ich ein sehr spezielles und spezifisches Interesse an Spielen dieser Art. Und zwar wirklich einfach nur ehemalige Wohnorte oder Orte, wo ich öfter war oder Unis oder was weiß ich, was Schulen mir anzuschauen.
dahin zu fahren und mir das anzuschauen und gucken, was ich wieder erkenne. Das ist da so ein sehr spezielles Interesse für mich in so Open-World-Simulationen. Nur deswegen, wirklich, nur deswegen würde mich das interessieren. Und das kann ich halt nicht. Mit The Crew. Und bei Microsoft Flight Simulator, wie gesagt, ist mir das zu umständlich. Das ist es mir nicht wert. So sehr interessiert es mich dann auch wieder nicht. Ich muss schon ein Camp errichten, ne? Nicht, dass ich was anderes machen muss, aber ich glaube schon. Probier doch mal Omsi. Wird nicht ganz so schwer sein wie der Flight Simulator. Was ist ein Omsi? Aber ich glaube, nee, das muss gar nicht sein. Wie gesagt, nur weil der in diesem Games Pass drin war, habe ich den überhaupt installiert. Sonst wäre jetzt das Interesse auch gar nicht so groß bei mir. Brauchen Sie mehr als das? Ja, geschafft. So. Dann fertig. Kandidat, Sie wurden eliminiert. Dadurch haben Sie Ihre Eignung als Aufseher verwirkt. Oh. Ja, danke, Katka. Ich weiß schon. Ich meinte nur, ob das wirklich die richtige Mission war. Weil es gibt ja auch zum Beispiel Kreaturen töten oder ähnliche Nuclear Winter-Missionen jedes Mal. Deswegen habe ich gefragt. Ein Bus-Simulator, ja genau, das stimmt. Das wäre gar nicht so blöd. Die Standard-Version ist nur Berlin oder Köln. Berlin könnte ich mir ein paar Sachen anschauen, aber Köln gar nicht. Aber ja, wie gesagt, das ist nur, wenn ich so ein Spiel zur Hand habe, mache ich das gerne. Aber deswegen Spiel, also das ist nicht so eine große Motivation, dass ich das tatsächlich deswegen machen würde. Kaufen, mir besorgen würde oder so. Ja, cool. Machen wir Schluss mit Fallout 76 für heute. Ich muss mal schnell meine Maus wieder irgendwie hier hochkriegen. Jo, Kater. So. Ich mache mir kurz Pause. 5 Minuten, dann bin ich wieder da. Und dann spielen wir Ace Combat 7. Ich glaube, es ist 7. Bis gleich. Ciao. Moment, doch, passt schon. Okay, bis gleich. Ciao.